Guten Abend. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Deutschland akut hier auf N24. Unser Thema heute: Kampfradler oder der ganz normale Wahnsinn der Straße. Oft fahren sie wie im Rausch und ohne Regeln. Unterwegs im dicksten Straßenverkehr, als wären sie unantastbar auf ihren zwei Rädern. Die Zahl der Fahrradfahrer hat sich in einigen deutschen Großstädten in den letzten Jahren verdoppelt. Doch viele von ihnen unterschätzen die Gefahr. Zu oft sind Zweiräder in schwere Unfälle verwickelt und Verlierer sind ganz klar die Radfahrer. Doch sie rasen immer weiter ohne Rücksicht auf Verluste. Müssen wir Fahrradfahrer vor sich selbst schützen? Brauchen wir mehr Radwege oder schärfere Vorschriften? Autofahrer und Fahrradfahrer bewegen sich auf Kollisionskurs. Und auch die Fußgänger sagen, man könne nicht mehr in Ruhe flanieren. Gibt es zu wenig Platz auf Deutschlands Straßen? Darüber wollen wir heute diskutieren, und zwar mit Stefan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Guten Abend, Herr Kühn. Guten Abend. Gunnar Schupelius ist Chefkolumnist der Berliner Tageszeitung BZ und Co-Autor des Buches Deutschland schafft das Auto ab. Herzlich willkommen, Herr Schupelius. Und Stefan Lieb, Mitglied im Fuß e.V. Bundesvorstand. Außerdem ist er ehrenamtlicher Redakteur von Mobi Logisch, einer Zeitschrift für Politik, Ökologie und Bewegung. Guten Abend, Herr Lieb. Guten Abend. Ja, Herr Schupelius, gibt es denn tatsächlich diese verrohten Kampfradler oder ist das nur eine Erfindung frustrierter Autofahrer? Nein, das ist mit Sicherheit keine Erfindung frustrierter Autofahrer. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir alle, wenn wir aufs Fahrrad steigen, uns inzwischen ein bisschen anders verhalten. Seien wir mal ehrlich, die meisten von uns sind ja Autofahrer und Radfahrer gleichzeitig, außer Herrn Kühn wahrscheinlich, der fährt nur Fahrrad, programmgemäß, er ist ja von den Grünen. Wir verlieren ja ein bisschen die Hemmungen, wenn wir aufs Fahrrad steigen. Warum? Ich glaube, alle haben heute das Gefühl, sie tun was Gutes, wenn sie Fahrrad fahren. Und sie müssten sich gegen die Übermacht der Autofahrer wehren. Das Fahrrad hat eine Art, das Fahrrad hat einen anderen Charakter als noch vor einigen Jahren. Das wird ideologisiert, ist kein Fortbewegungsmittel mehr, sondern ein politisches Statement. Na, wissen Sie, vor 20 Jahren, würde ich sagen, da hatte man so sein Holland-Fahrrad und radelte so vor sich hin. Mhm. Heute hat man eine volle Ausrüstung mit einem Sturzhelm und irgendeiner Grubenlampe obendran und allerhand komischen Signalwesten. Und man fährt halt in dem Bewusstsein, man müsste sich durchsetzen. Aha. Und das habe ich früher so nicht erlebt. Und das erfasst ja so ziemlich alle Fahrradfahrer. Wer radelt denn noch einfach mal so aus Gemütlichkeit dahin? Kennen Sie jemand? Also ich kaum. Herr Kühn, wie ist das bei Ihnen? Steigen Sie aufs Fahrrad, um zu kämpfen, oder steigen Sie aufs Fahrrad, um von A nach B zu kommen? Also ich steige aufs Fahrrad, um von A nach B zu kommen. Und ich nutze übrigens alle Verkehrsmittel. Also ich habe auch ein eigenes Auto. Weil viele Ziele, die ich als Abgeordneter erreichen muss, gar nicht mit dem Fahrrad oder mit der Bahn erreichen kann. Ja. Und ich glaube, das Bild, was gerade gezeichnet wird, ist ein Stück weit eine Verzerrung der Realität. Der überwiegende Teil der Radfahrer nimmt den Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, nämlich gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr, sehr ernst. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann muss man auch sehen, dass für die Zunahme von sogenannten Kampfradfahrern die Zahlen nicht sprechen. Wir haben 2009 eine Erhöhung der Bußgelder gehabt für die Radfahrer. Und seitdem gibt es keine Zunahme der Regelverstöße. Und auch erfreulich, das hängt ja ein Stück weit damit zusammen, ist die Tatsache, dass da trotz der Zunahme oder gerade seit der Zunahme von radfahrenden Bürgerinnen und Bürgern die Unfallzahlen abgenommen haben. Mhm. Also die These ist empirisch wenig belegbar. Wenn ich mal ganz kurz anmerken darf, die Zahl der Verstöße nimmt ja deswegen nicht zu, weil sie gar nicht geahndet werden, nicht? Oder haben Sie schon mal jemanden gesehen, einen Polizisten gesehen, der an der Ampel steht und zählt, wie viele Leute bei Rot durchfahren? Wie viele Fahrradfahrer? Nein, keiner. Die werden also nicht kontrolliert. Und jetzt sagen Sie, es gäbe keine Verstöße. Ja, die kann es auch nicht geben, amtlich, wenn man sie eben gar nicht aufgezeichnet hat. Ich hab vorher genauso, aber, ne? Vor ein paar Jahren. Herr Lieb, sagen Sie mir, bevor Sie sich im Streit verlieren, Sie drei, sagen Sie mir, wie denken denn Fußgänger über Fahrradfahrer? Es kommt ja auch
durchaus kommen Klagen aus dem Kreis von Fußgängern, vor allen Dingen älterer Bürgerinnen und Bürger, die sagen, man kann tatsächlich nicht mehr in aller Ruhe auf dem Fußweg spazieren gehen und es gibt zu viele Fahrradfahrer, die sich nicht an die mindesten Regeln halten. Was sind denn das für Verstöße, über die sich die Fußgänger da beklagen? Ja, vielleicht noch mal kurz einleitend gesagt, es gibt sicherlich Radfahrer oder es gibt etliche Radfahrer, die nerven die Fußgänger. Es gibt einige, die behindern Fußgänger und es gibt einige wenige, die gefährden Fußgänger. Das muss man sicherlich erstmal unterscheiden und ich denke, die meisten tun das eben alle diese drei bösen, schlimmen Sachen eben nicht halt. Die meisten nicht. Also das ist jetzt ein Plädoyer für die Fahrradfahrer. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Verhalten sich denn Fußgänger immer regelkonform? Wenn Sie als Radfahrer durch Berlin fahren, was haben Sie denn für einen Eindruck von Berliner Fußgänger? Ich wollte zunächst mal sagen, dass tatsächlich Regelverstöße von Fahrradfahrern auch kontrolliert und registriert werden. Wo? In Flensburg gibt es jedes Jahr oder gab es letztes Jahr 28.000 Einträge von Rotlichtverstößen bei Fahrradfahrern. Ja, sehr wahrscheinlich, Sie werden zugeben, sehr wahrscheinlich ist es nicht, dass man tatsächlich angehalten wird. Ja, die Frage der Kontrolldichte ist ja ein generelles Problem für den Verkehr. Ja. Und Regelakzeptanz steigt natürlich immer dann, wenn die Kontrolldichte wächst. Mhm. Die wächst aber nicht, weil natürlich in den Ländern Polizeikräfte abgebaut werden, um Straßenverkehrskontrollen durchzuführen. Aber Herr Kühn, diesen 28.000, ein Gedanken noch, diesen 28.000 Rotlichtverstößen stehen aber 2,4 Millionen Einträge in Flensburg mit einem Punkt für Geschwindigkeitsübertretung bei Autofahren gegenüber. Darum bin ich dafür, eine Versachlichung der Debatte hinzubekommen und natürlich dafür zu sorgen, wie kann man insgesamt das Klima auf den Straßen zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern verbessern. Und um auf das Thema Berlin zu kommen, die Konflikte entstehen immer dann, wenn auf engstem Raum sich Fußgänger und Radfahrer sozusagen den Platz teilen müssen. Und darum plädieren viele Fachleute und auch ich dafür, dass man den Radfahrer auf der Fahrbahn führt und nicht auf dem Gehweg. Und die Erfahrung der Unfallforschung zeigt, dass der Radfahrer auf der Fahrbahn sicherer geführt wird, weil er wird vom Autofahrer auch wahrgenommen. Das fühlen aber die Fahrradfahrer nicht so. Die Fahrradfahrer fühlen sich, wenn man sie fragt, auf dem Gehweg oft sicherer. Weil sie sagen, also da im Verkehr, da werde ich geschnitten, da nehmen die mir die Vorfahrt, da nehmen die mich nicht wahr. Sie sagen, die Forschung zeigt was ganz anderes. Richtig, die ganz schlimmen Unfälle sind ja die, wo der Radfahrer auf dem Gehweg geführt wird, möglicherweise sozusagen noch verdeckt durch eine Reihe parkender Autos und vom Autofahrer nicht gesehen wird und beim Rechtsabbiegevorgang eines Autofahrers dann tatsächlich erwischt wird und zu schweren Unfällen kommt. Das sind die Unfälle, die belegen, dass es sicherer ist, den Fahrradfahrer auf der Fahrbahn zu führen, weil dann diese Unfälle eben nicht zustande kommen. Wie ist das, Herr Schupelius, dieses Kampfradlertum, was es nicht gibt, wie Herr Kühn sagt, ist das besonders verbreitet aus Ihrer Sicht unter jungen Fahrradfahrern? Das wäre ja naheliegend, so Jugendlichkeit, Aggressivität, dann noch diese Ausrüstung, die man trägt. Kann ich eigentlich nicht sagen. Also machen alle. Ich zum Beispiel wurde gestern von einem Fahrradfahrer bespuckt. Also ich saß im Auto und hatte offenbar irgendwas falsch gemacht, was ich nicht wusste. Ich glaube, ich habe gar nichts falsch gemacht. Also er hatte irgendwie das Gefühl, er käme nicht an meinem Wagen vorbei. Genau genommen stand ich auf einem Angebotsstreifen. Mhm. Ja, der Angebotsstreifen hat diese gestrichelte Linie. Da darf man als Autofahrer eigentlich draufstehen. Aber der Fahrradfahrer meinte nein und spuckte mir aufs Dach. Der war so alt wie ich, also so Ende 40. Mhm. Ja, und von dieser Sorte gibt es sehr viele. Und die fahren auch sehr schnell. Herr Kühn, Sie sind ja nun Volksvertreter und Ihre Zahlen in Ehren. Aber Sie wissen ja aus eigener Anschauung, und das kann man auch ein bisschen einfacher ausdrücken, dass Sie natürlich, wenn Sie mit dem Fahrrad über eine rote Ampel fahren, nichts zu befürchten haben. Das ist ja wohl allgemein gut. Also da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Während wenn Sie mit als Autofahrer über die rote Ampel fahren, sind Sie die Pappe los oder Ihr Fahrer in diesem Fall. Und das ist ja auch richtig so. Bloß ist es eben nicht richtig, die Fahrradfahrer zu kontrollieren. Was mich auch wundert, an Ihre Adresse gerichtet, ich weiß nicht, Sie sagen, einige wenige würden Fußgänger gefährden. Ich erlebe es jeden Tag in Berlin an irgendwelchen Grundschulen, dass die Autos wohl inzwischen sehr langsam fahren. Da steht dann auch Tempo 30 oder sie fahren sogar 20, weil sie wissen, da sind Kinder. Aber beobachten Sie mal die Radfahrer, die auf einem Fahrradweg fahren, der an einer Schule entlang führt, wo ganz kleine Kinder über diesen Fahrradweg gehen müssen zu ihrer Schule. Und dann sagen Sie mir mal hinterher, ob die wirklich Rücksicht genommen haben. Ich sage nein. Und heutzutage sind die Fahrräder ja auch sehr schnell. Die Technik hat sich stark entwickelt. Die fahren alle so 30, 35. Und das ist für ein kleines Kind, übrigens auch für Senioren, eine ganz große Gefahr.
Ja, sicher. Die Radwege sind sicherlich ein großes Unglück für den Verkehr gewesen, als sie eingeführt wurden. Ich denke mir, die haben auch das Tabu, der Gehweg ist nicht zum Fahren, da haben die sozusagen gebrochen. Mhm. Das hat es gemacht, dass immer mehr Radfahrer sich sozusagen daran gewöhnt waren. Es ist ja ein weißer Strich, ist mal da oder mal nicht. Also fahre ich auf dem Gehweg. Also Sie würden sagen auch Fahrradfahrer, das sind Fahrzeuge, gehören auf die Fahrbahn, genau. Also auf die Straße, da, nicht zu suchen auf Gehwegen. Mhm. Und da sollten sicherlich wiederum die Bedingungen für die Radfahrer auch substanziell verbessert werden. Also solche Dinge wie Angebotsstreifen, Radfahrstreifen, Tempo 30, das sollte sicherlich auf den Fahrbahnen eingeführt werden, damit auch die Radfahrer das Gefühl haben, sie könnten dort sag ich mal, risikoarm zumindest ins Radeln. Wir diskutieren da gleich weiter über die Fragen. Wir haben aber auch mal auf der Straße Leute gefragt, zugegebenermaßen viele Fußgänger, was sie eigentlich davon halten und wie sie das Verhalten, das Verkehrsverhalten von Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern so einschätzen. Als Fahrradfahrer benehme ich mich erst wie die letzte Wildsau. Klar, man beachtet nicht alle Regeln und flitzt man noch schnell über die Straße. Ist ja nicht vielleicht mehr Kontrollen oder Helmpflicht oder so? Es könnte mehr Radwege geben. Was einige Fahrradfahrer, speziell junge Männer, muss ich da leider mal sagen, auf der Straße veranstalten, das ist schon kriminell. Radfahrer belästigen einen und pöbeln einen an. Das sind ja beide Blöde, die Autofahrer und die Radfahrer. Wenn jeder Rücksicht nehmen würde, dann hätten wir auch nicht so viele Tote. Tja, Bete sind blöde, sagt er. Rücksicht ist sicher das Geheimnis. Sind Sie schon mal als Radfahrer in so eine brenzlige Situation gekommen, wo ein Autofahrer sozusagen Ihr Recht als das Recht des Schwächeren in dem Falle nicht genügend respektiert hat? Ich bin das ein oder andere Mal relativ knapp überholt worden an Stellen, wo man sagt, der Sicherheitsabstand, um mich als Radfahrer zu überholen, ist eigentlich nicht gegeben. Wurde ich also mit hoher Geschwindigkeit überholt. Also auch diese Erlebnisse habe ich gehabt. Aber im überwiegenden Teil habe ich da jetzt noch keine brenzlichen Situationen erleben müssen, Gott sei Dank. Da haben Sie ja Glück. Und bei Ihnen als Fußgänger schon mal vom Fahrradfahrer gefährdet worden? Ja, gefährdet nicht, aber sicherlich, ich war genervt, ich hatte Kinder bei und habe dann diskutiert kurz. Sie haben gesagt, Sie nutzen alle Verkehrsmittel, also Sie fahren auch Fahrrad? Ja, genau. Wenn Sie jetzt vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, ändert sich die Weltsicht, ändert sich Ihr Blickwinkel? Ja, der ändert sich in der Tat, weil du wirst natürlich als Fahrradfahrer vom Auto immer prinzipiell schon bedrängt, einfach dadurch, dass es größer ist, dass es schneller ist, dass es lauter ist und so. Natürlich hast du immer das Gefühl, du bist so ein bisschen in der Minderheitenposition. Ich habe nicht den Weg gewählt, mich mit der Regelverletzung durchzusetzen, sondern mich möglichst defensiv zu verhalten, insbesondere natürlich auch gegenüber einem Lastwagen. Ich fahre nie an einem Lastwagen vorbei, weil ich immer glaube an der Ampel, weil ich immer glaube, der könnte rechts abbiegen. Und da nützt mir meine Vorfahrt gar nichts, natürlich. Also ich fahre betont defensiv und ich erlebe unter den Autofahrern in Berlin 10-20%, die sich absolut frech verhalten und mich abdrängen wollen. Überhaupt keine Frage. Ja? Nur beantworte ich diese Position, die ich da habe, diese sozusagen etwas bedrängte Lage, in der ich bin, wenn es denn keine Fahrradstreifen gibt, beantworte ich eben nicht mit dem Regelverstoß. Und das ist es, glaube ich, was sich viele als Mittel gewählt haben. Ich zeige es denen jetzt. Ja? Ich zeige es denen jetzt, ist ja auch ein schönes Gefühl. Du bist so ein bisschen abgedrängt worden, an der nächsten roten Ampel fährst du einfach weiter und der Autofahrer muss warten. Das ist ja auch so ein Spielchen, also ein Machtspielchen, was viele Fahrradfahrer gerne spielen. Und übrigens nochmal zurück zum Fahrradweg und den Fußgängern. Also nach wie vor, finde ich, sehen sie es ja sehr undramatisch. Also ich erlebe es, wie gesagt, an der Schule, zu der ich meinen eigenen Sohn an der Grundschule bringe, jeden Morgen. Ich muss ihn nämlich immer festhalten. Ja? Ich bringe ihn mit dem Auto hin, er muss dann den Fahrradweg überqueren und die Fahrradfahrer bremsen nicht. Die bremsen gar nicht, ja, obwohl sie ja diese ganzen Kinder sehen, sondern sie haben das Gefühl, sie müssten jetzt da auch noch ihr Recht verteidigen. Ja, heute sitzt bei uns im Publikum ein Gast, der seinen Lebensunterhalt mit Fahrradfahren verdient. Er ist Fahrradkurier hier in Berlin und fährt jede Woche 300-400 Kilometer Rad, und zwar bei jedem Wetter. Schönen guten Abend, Josef Jeschke. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie das so hören, Herr Jeschke, von Herrn Schupelius, Fahrradfahrer ziehen in den Kampf, sind aggressiv, fühlen sich benachteiligt und leben das dann durch Regelverstöße aus. Was sagen Sie dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Also
Zuerst würde ich mir so ein Fahrrad wünschen, wie Herr Schipelius offensichtlich hat, das permanent 30, 35 fährt. Also das erlebe ich selten. Also ich fahre bestimmt nicht ständig 30, 35, obwohl ich das gerne würde. Und zweitens. Aber Fahrradkuriere sind schon bekannt für schnelles Fahren. Ja, das ist ja ein Teil des, also für zügiges Fahren. Also wir wissen, wir haben auch einfach den Vorteil, dass wir wissen, wo man lang fahren kann, dass wir die Vorteile nutzen können, die ein Auto nicht hat. Zum Beispiel auf Fahrradwegen, wo Einbahnstraßen sind für Autos, solche Abkürzungen zu nutzen. Auch wir dürfen auch durch Parks fahren. Mhm. Und natürlich sind wir schnell, das ist ein Teil des Geschäftsprinzips. Ja. Aber wir wollen dann vor allen Dingen auch überleben. Und das ist sozusagen, es bringt mir nicht viel, wenn ich fünfmal am Tag hinfalle oder einmal mir alle zwei Monate die Schulter breche. Und ist dann Ihnen das schon passiert? Haben Sie schon schwere Unfälle oder haben Sie Unfälle erlitten? Ich habe verletzt? Zum Glück, also ich bin jetzt Mitte 30 sozusagen und ich fahre seit 30 Jahren Fahrrad. Und ich habe, als ich jünger war, und das als Sport betrieben habe, mehrere Verletzungen gehabt, also Armbrüche, Schulterbruch und etliche Abschürfungen. Und jetzt im Berliner Verkehr, habe brenzlige Situationen gehabt, auch leichte Unfälle, Rechtsabbieger, das Typische, wobei eigentlich nur Materialschaden war. Also für mich jetzt persönlich, ich bin Gott sei Dank sozusagen nicht ausgefallen, hatte keinen Arbeitsausfall dadurch, dass ich verletzt war. Mhm. Aber ich erlebe die Situation, ich kann es absolut nicht bestätigen, dass es Kampfradler gibt in einer großen Menge. Es gibt wahrscheinlich genauso viele aggressive Fahrradfahrerteilnehmer, wie es aggressive Autofahrer gibt, aggressive Menschen allgemein. Das ist ein gesellschaftliches Problem, eine Aggression, auch eine mangelnde Rücksichtsnahme. Und wir sind in der Schwäche und wer da sich sozusagen auf Biegen und Brechen durchsetzen möchte gegen ein Auto, der wird verlieren und der bleibt auch nicht gesund. Da würde ich nicht ersitzen, wenn ich das machen würde den ganzen Tag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei Ihrem schwierigen und gefährlichen Job trotzdem immer gesund bleiben. Alles Gute, Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Stimmt das, was er sagt, Herr Lieb? Aggression wächst, Aggressivität im Straßenverkehr, dass also Leute von vornherein irgendwie mit einem höheren Aggressionspotenzial im Verkehr sich bewegen. Man hört ja auch manchmal von diesen Fußgängern, die mit einem Krückstock auf den Fahrradfahrer einschlagen, wenn er ihnen irgendwie von hinten oder sie von hinten angeklingelt hat, so ganz überraschend. Mhm. Ist es so? Ist es ruppiger geworden als früher? Also ich denke mir, es gibt keine Belege dafür, es gibt keine Untersuchungen dafür, dass das gestiegen ist. Natürlich ist das, was man individuell erlebt, das sagt man dann, das ist so. Und wenn man einmal am Tag ein hässliches Erlebnis hat, dann hat man natürlich das Gefühl, die ganze Welt wird schlechter. Ich glaube nicht, dass das so ist. Diese Frustration, dieses, was Herr Schupelius vorhin meinte, als Fahrradfahrer zu kurz gekommen zu sein, das heißt, oder zu kurz zu kommen, bezieht sich ja auch manchmal auf die Bedingungen, die einfach für Fahrradfahren herrschen, Zustand der Wege und solche Dinge. Glauben Sie, dass Fahrrad als Verkehrsmittel und Fahrradfahrer zu wenig in der Verkehrsplanung berücksichtigt werden? Also das ist in der Vergangenheit definitiv der Fall gewesen. Und wir sehen ja leider an ausländischen Beispielen, beispielsweise Kopenhagen, dass man, wenn man die Infrastruktur entsprechend anpasst, dass man auch das Klima, wie man miteinander im Verkehr umgeht, verbessern kann. Wir haben, ich sagte es eingangs, ja deutlich mehr Menschen, die jetzt zum Fahrrad, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und alle anderen Wege mit erledigen. Aber die Infrastruktur ist diesem Trend überhaupt nicht hinterhergekommen. Und wir haben eine Zahl von Regelverstößen, die einfach auch darauf zurückzuführen sind, dass die Infrastruktur in einem schlechten Zustand ist. Das heißt, die Leute verlassen den Fahrradweg, weil er nicht befahrbar ist, oder? Ein großer Regelverstoß ist das Fahren sozusagen auf dem Gehweg oder auf dem gemeinsamen Radgehweg in der falschen Richtung. Und das hat an vielen Stellen damit was zu tun, dass es keine sicheren Querungsstellen gibt für den Radfahrer, auf die eigentliche Richtung zu kommen. Ich kenne das aus meiner Heimatstadt Dresden. Auf einer Hauptverkehrsstraße wird der Radfahrer mal auf den Fußweg geführt, 300 Meter später vom Fußweg mitten auf der Strecke wieder auf die Straße und dann zugeleitet auf eine Engstelle, wo es also tatsächlich dann zu einem Konflikt kommt. Und so eine Verkehrsplanung muss der Vergangenheit angehören. Man sieht, wie gesagt, Kopenhagen ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn man den Straßenraum anders aufteilt, wenn man die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend anpasst,
dass dann tatsächlich auch mehr Sicherheit zu erzielen ist und dass auch das Klima des Miteinanders im Verkehr verbessert wird. Finden Sie das auch, Herr Schupelius, dass die Politik jetzt mal investieren müsste in breitere Radwege und bessere Kreuzungsbereiche? Also natürlich ist ein breiter Fahrradweg immer ein Vorteil, weil er dem Fahrradfahrer Sicherheit bietet. Er kann eben nur nicht auf Kosten des Autoverkehrs eingerichtet werden. Mhm. Und das ist ja eine Politik, die Ihre Partei, also die Grünen, ja mit Macht vorantreibt. Also Ihnen ist es ja ziemlich wurscht, was aus dem Autofahrer wird. Und wir haben in Berlin jede Menge Beispiele und auch in anderen Städten, wo Sie in einer Fahrtrichtung aus zwei Fahrspuren eine gemacht haben, also nicht Sie persönlich, sondern die Verkehrspolitik, sodass man einen Fahrradstreifen aufmalen konnte. Nicht? Also rechts parken die Autos, dann kommt das Fahrrad und links stehen die Autos dann im Stau. So. Und dann ist Ende. Dann ist Ende der Verkehrspolitik. Das und dann klopfen Sie sich auf die Schulter und sagen, wir haben ja hier einen Fahrradstreifen gemacht, da fährt zwar keiner drauf, aber wunderbar. Da könnten die ja fahren. Das ist eher eine verkehrsberuhigende Maßnahme als ein Fahrradstreifen. Genau, aber es ist im Grunde auch keine umweltfreundliche Maßnahme, denn Herr Kühn möchte ja die Abgase reduzieren, mit Recht. Und das kann er ja nicht, wenn die Autos da im Stau stehen. Und diese Beispiele gibt es ja zuhauf. Dazu kommen die ganzen Vorrangschaltungen. Die neue Verkehrspolitik hat ja die Busse und Straßenbahnen mit Sendern ausgestattet, dass sie sich die Ampel erstmal auf grün stellen. Dann stehen die Autos wieder im Stau. Dann warten Sie, also Sie sind schon eingeengt wegen der Radfahrer, dann müssen Sie noch warten auf den Bus und die Straßenbahn. Und all das geht natürlich nicht, weil der Individualverkehr ist kein Spaßvergnügen, sondern ist ein Wirtschaftsfaktor. Das heißt, die Leute sind unterwegs mit dem Auto, entweder zur Arbeit, weil sie müssen, oder weil sie mit dem Auto etwas transportieren. Und das haben Sie einfach vergessen. Oder Sie wollten es nicht sehen. Ich weiß es nicht. Ich blicke nicht in Ihr Herz. Aber im Moment sind wir an einem Punkt gelandet, wo der Autoverkehr stellenweise schon drastisch benachteiligt wird. Ist das der richtige Weg? Reduzierung des Raums für Autos und Ausbau des Raums für Fahrräder? Die Lebensqualität steigt spürbar in den Städten, wo der ÖPNV ausgebaut wurde und wo der Radverkehr ausgebaut wurde. Das kann man in vielen Städten beobachten, wo das also der Fall ist. Also doch Autos raus aus der Stadt. Das ist das, was man Sie will niemandem wollen. Dem Auto für wen? Die das Autofahren verbieten. Aber wenn man sich einen Straßenraum anguckt, dann muss es so sein, dass der so aufgeteilt ist, dass nicht ein Verkehrsträger das Primat hat, sondern dass alle Verkehrsträger sozusagen die Möglichkeit haben, gleichberechtigt ihre Mobilitätsbedürfnisse abzubilden. Und es stimmt ja nicht, dass wenn man eine Radspur einrichtet und eine Kfz-Spur wegnimmt, man im Stau steht. Entscheidend für die Frage, ob Stau oder flüssig, sind nämlich die Kreuzungen, die Knotenpunkte. Da muss man die Schaltung intelligent machen und nicht die Frage, ob zwei oder eine Spuren. Und da gibt es viele Beispiele in Dresden, an meiner Heimatstadt oder hier auch in Berlin. Pankstraße hat mir das gemacht. Es gibt überhaupt keine Verkehrsprobleme. Also Sie sind ja Verkehrsexperte. Sie müssen doch wissen, dass der Querschnitt einer Straße runtergerechnet werden kann auf das Verkehrsaufkommen. Das heißt also, eine bestimmte Anzahl von Autos, die da durch muss, braucht so und so viel Platz. Das wissen Sie doch. Dann können Sie doch jetzt nicht sagen, es ist egal, ob ich ein oder zwei Spuren habe. Die Kreuzungen sind immer die Knoten. Mhm. Und darum kann man das machen. Und es gibt viele Beispiele, die belegen, dass es funktioniert. Ganz kurze Antwort. Es gibt so Konzepte, die heißen Shared Space, also gemeinsam geteilter Raum. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie alle sagen. Weiße Streifen und getrennte Linien. Und es gibt Städte, die haben damit Erfolg, indem die Leute einfach den Raum sich teilen und nicht genau wissen, bin ich jetzt hier allein auf der Straße oder kann der Radfahrer. Was halten Sie von so einer Idee? Auch aus Fußgängersicht. Ja. Also die einzige deutsche Stadt, die bisher Shared Space in Deutschland probiert, da sind wir sehr enttäuscht von. Da waren wir auch eher davor. Da ist es so, dass sich viele Fußgänger nicht mehr über die Fahrbahnfläche rüber trauen sozusagen. Und eher im Seitenbereich drängen sich da jetzt die Radfahrer und die Fußgänger. Und für Blinde und Es ist ganz schlimm, die wissen überhaupt nicht, wie sie agieren müssen und sowas. Also insofern, keine gute Idee. Keine gute Idee. Auf jeden Fall muss eine Temporeduzierung in solchen Bereichen sein. Also Shared Space und Tempo 50 ist sicherlich ein Harakiri-Unternehmen. Na, also auch keine Lösung. Ich hatte eigentlich gehofft, das wäre vielleicht, darauf könnten wir uns einigen. Aber offenbar funktioniert das auch nicht. Was wir vielleicht mitnehmen müssen, ist, dass wir alle ein bisschen aufmerksamer sein müssen aufeinander. Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger. Und dann geht es vielleicht auch besser. Das war Deutschland akut heute zum Thema Kampfradler, der ganz normale Wahnsinn auf der Straße. Schön, dass Sie dabei waren. Seien Sie wieder dabei nächsten Mittwoch, 23.10 Uhr auf N24. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut. Ach, schon vorbei.